Meine lieben Liebenden, endlich ist es soweit. Wir haben lange drauf gewartet. Endlich dürfen wir unserer Liebe vollen Ausdruck verleihen. Wir müssen nicht länger hinterm Berg halten mit unseren Gefühlsausbrüchen. Ja, zum Riesling. Ist es nicht schön, dass es endlich wieder losgeht? I Love Riesling, eine Online-Verkostung ausschließlich zum Thema Riesling. Ich freue mich riesig. Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut. Holt eure Mini-Bottles raus, macht eure Gläser fertig, reibt eure Händchen und freut euch riesig mit mir auf diese tolle, naja, paar Minütchen dauernde Online-Verkostung. Jetzt gucken wir uns noch schnell ein Video an und dann geht's auch schon los. Bis gleich. An jedem Hügel verbirgt sich eine tolle Lage, ein spannender Wein. Ich reise um den Erdkugel wegen dem Wein, aber ich kehre immer zurück zu Deutschland. Trink, was dir Spaß macht und nicht, was andere sagen, was dir schmecken soll. Wenn man es schafft, im Most schon die Herkunft von einem Wein zu schmecken, dann hat man es geschafft. Ich will ja, dass es packt. Also Wein muss Gänsehaut erzeugen. Das Schicksal eines jeden Weines besteht darin, dass er getrunken wird. Das ist eine unendliche Faszination, weil die Möglichkeiten von diesen Weinen unbegrenzt sind. Yay, yeah, jetzt geht's los. Riesling ins Glas, aber ganz schnell. Und zwar haben wir vier verschiedene, ganz tolle Facetten des Rieslings, die wir kennenlernen, die wir vielleicht schon kennen, die wir wieder mal verkosten. Oder eben ganz neu für uns entdecken. Zwei Anbaugebiete sind es, nur vier Weinchen. Wir starten im Rheingau, gehen dann in die Pfalz, um dann zum Schluss wieder in den Rheingau zu gehen. Vier tolle Weingüter und ja, ich bin ganz, ganz freudig aufgeregt sozusagen. Biberunge soll jetzt gleich den Start machen mit dem kleinen Revoluzzer. Gucken wir uns gleich an. Rheingau also als erstes. Nummer zwei, Weingut Helmer. Ja, Musbacher Riesling hier in der Pfalz unterwegs, gehen dann, bleiben in der Pfalz beim dritten Wein mit Josef Körr aus Rupertsberg, das ist direkt an der Weinstraße, neben Deidesheim gelegen und klassische tolle Flasche hier, ist übrigens eine Gebietsweinflasche, die Rheingau, Rheingauer Rieslingflasche vom Schloss Vollraths, ein sehr, ja, prämierter, sehr anerkannter Betrieb, verwandtes Mitglied im Verband der deutschen Prädikatsweingüter. Da gehen wir in den Ortsriesling nach Winkel und wow, ja, ein Feuerwerk an Riesling-Facetten. Jetzt geht's los, passt auf. Also, wie verkostet man eigentlich Wein? Ja, man muss da nicht immer so ein großes Bamborium und großes ja, Ding drum machen. Viele Leute denken immer, wenn sie Wein trinken, müssen sie auch Ahnung davon haben, Hand aufs Herz, mit wie vielen Getränken und Geschichten, die ihr konsumiert, wie viel Ahnung habt ihr denn da wirklich ganz viel und tief von? Das ist doch Quatsch. Muss man nicht. Wenn man sich interessiert, kann das natürlich riesig Spaß machen, aber es ist kein Muss, ein großer Weinkenner zu sein, um dann eben auch den genießen zu können. Riesling ist die in Deutschland am häufigsten angebaute Rebsorte, steht also tatsächlich im Weißweinbereich, steht über allem. Ja, da gibt es ein paar Superlative. Wir haben natürlich um eine große, große Ruhmzeit sozusagen hinter uns. Der Riesling war der teuerste Wein der Welt um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende 1900. Auf den Weinkarten, wenn man so alte Dinger mal findet, waren die Bordeaux-Weine, die heute die teuersten sind, damals günstiger zu kriegen als die Rieslinge dieser Welt. Und das ist natürlich schon ganz, ganz toll. Riesling hat so viele Facetten, weil es eben eine Rebsorte ist,
die sich sehr, sehr gut und tief verwurzelt in verschiedene Böden widerspiegeln kann und diese verschiedenen Charaktere auch der Böden zeigen kann. Man kann aus einem Riesling so ziemlich jeden Weintypen erzeugen, von Easy Drinking bis hochkomplex, von knochentrocken bis super süß. All das sind, sagen wir mal, in diesem Spielfeld sind es unglaubliche Sachen, die man da erzeugen kann. Insofern Mut zum Riesling, Mut zur Säure, das hat Säure, aber es ist eine bekömmliche Säure und so ist das. Ich habe richtig Spaß dran, Riesling zu trinken. Verkostungen laufen so, ich heute bin eigentlich begleitend für euch hier, um einfach meine Eindrücke dazu zu geben, während ihr gemeinsam auch verkostet. Ihr leert eure Mini-Bottles, ich probiere hier aus großen Flaschen. Und Informationen zu den Weingütern, die sparen wir hier so ein bisschen aus. Die besorgt ihr euch noch online einfach dazu. Und wir konzentrieren uns hier auf die gemeinsame Verkostung. Abgemacht? Gut, dann geht's mal los. Also, Verkosten startet immer natürlich mit dem Einschenken. Ich habe das bereits getan, ihr dürft das jetzt auch tun. Und Temperatur beim Verkosten darf ein Grad wärmer sein, als man das vielleicht dann trinkt. Je wärmer der Wein, desto mehr Aromen gibt er preis, das kennt ihr. Und zum Thema Aromenpreis geben ist einmal noch das Glas zu erwähnen. Ich verkoste hier aus einem sozusagen All-in-One-Glas. Das ist ein Glas, was so konzipiert ist, dass man im Grunde genommen alles daraus probieren kann. Weißwein, Rotwein, Rosé etc. Es gibt natürlich Spezialitätengläser, Rebsortengläser, also auch Rieslinggläser, die etwas jünger nach oben gehen und euch die Aromen so kaminartig in die Nase trichtern. Das ist sehr schön, also ohne Frage, ob man dann immer für jede Rebsorte ein eigenes Glas braucht zu Hause. Das dürft ihr natürlich, darum geht es nicht, es muss nicht zwingend sein. Empfohlene Weingläser, die man zu Hause haben sollte, ist eben so ein All-in-One-Glas. Damit kommt ihr ziemlich weit und dann braucht ihr vielleicht noch ein großes, bauchiges Glas, ein Burgunder- oder Bordeaux-Kelch. Und da können dann auch komplexere Weiß- oder Rotweine dann reingeschenkt werden und haben einfach mehr Platz im Glas und eine größere Oberfläche, um euch da noch ein bisschen mehr zu verwöhnen. Aber nicht noch 37 verschiedene andere Gläser. Meine Empfehlung. Macht was draus. Wir starten die Verkostung. Reingeguckt in die Farbe, das ist das Erste, was man macht. Ja, das ist eine satte, ordentliche, gute Rieslingfarbe. Ein helles Gelb, aber schon auch eine ordentliche Farbe. Reingerochen, so stoßweise reingeschnüffelt, kann man vielleicht eher sagen. Ja, ist es eine ganz tolle, frische Rieslingnase, junge Rieslingnase, grüner Apfel. Man hat eine feste Pfirsich-Idee, die man hier riechen kann. Man hat dann auch was Schmelziges, schon irgendwie. Ne, wisst ihr, was ich meine damit? Vielleicht kommt ihr drauf. Aber mit dem Apfel kommen wir schon ganz gut zurecht. Wir sind hier im Weingut Biborunge im Rheingau. Rheingau Riesling, kleiner Revoluzer. Revoluzer natürlich auch deswegen, wir lesen das auch hier auf dem Etikett, dass diese Weine auch im Doppelstück ausgebaut sind. Das heißt, 10 Monate Zeit in einem großen Holz, fast Doppelstück, ein Stückfass ist ein 1200 Liter Fass, Doppelstück sind dann eben die doppelte Menge, 2400 Liter. Und das ist eben, da geht es um Oxidation, Mikrooxidation, dem Wein Austausch zu geben mit Sauerstoff, so im Mühbereich, dass man eben damit spielt, auch eine balsamische Note reinzukriegen. Ihr stellt euch einen Apfel vor, den man in zwei teilt und die eine Hälfte bleibt an der Luft und die andere habt ihr in Frischhaltefolie verpackt, sozusagen Sauerstoff geschützt, im Kühlschrank gelagert. Ein paar Tage später beide wieder rausgeholt, haben die sich natürlich deutlich voneinander wegentwickelt. Ne? Das eine ist frisch geblieben, das andere eben abgeriebener brauner Apfel. Und mit diesem Element Sauerstoff, so kann man sich das vielleicht herleiten bildlich, wird gespielt. Und auch hier bei Biborunge Mikrooxidation schon während des Ausbaus. Und diesen Apfel kriegen wir natürlich schon auch raus, auch diesen reifen und teilweise so angebräunten Apfel. Ja? Genau, probiert's mal.
Das ist doch delikat, oder? Apfel ist ohnehin, Granny Smith in meinem Kopf gerade, ein Appetitanreger, weil es eben Säure hat und Frische hat und einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Und das passiert eben auch hier. Ne? Merkt ihr, Speichelfluss, hoi, geht richtig zur Sache. Und das ist ein zwar leichter Riesling, aber hat wahnsinnige Struktur, packt zu, animiert, macht Spaß und Lust, einfach dann noch ein zweites Glas zu nehmen. Mache ich jetzt mal schnell das Schlückchen. Ne? Ja, das darf ich mal auch mal runterschlucken. Also ich mache das. Ich spucke es in der Regel ja aus, habt ihr gesehen, weil da eben noch ein paar Weinchen mehr auf mich warten. Und ja, vielen Dank. Das ist ein toller Wein. Ja? Vegan wird hier noch gesagt. Okay, 12 Volumenprozent, also voll in der Mitte. Und ja, genau. Speisenempfehlung. Ja, Vorspeisenküche. Fisch ist natürlich immer eine gute Sache, gerade wenn es so in so eine Haptik geht. Toller, gelungener Einstieg hier in unsere Riesling-Zauberrunde. Dankeschön. Ab in die Pfalz. Weingut Helmer empfiehlt zum Wein Nummer 2. Musbach. Musbach ist in der südlichen Pfalz, Neustadt Musbach, 21er Ortsriesling, so kann man das nennen. Musbach ist der Ort. Die Trauben kommen aus den Weinbergen, die eben Musbach zugeordnet sind. Und genau, 11 Volumenprozent Alkohol, also auch ein leichter Vertreter. Muss aber nicht heißen, dass der jetzt einfach belanglos daher kommt, sondern das überprüfen wir jetzt mal, wie sich das unterscheidet, auch zum ersten. Für mich ein Ticken helleres Gelb im Glas. Und reingerochen ist das mehr von einer gewissen Hefigkeit dominiert. Man findet ähnliche Fruchtwelten, ein Ticken, also nicht ganz so grün tickend wie beim Bibo Runge in der Nase. Es scheint ein wenig, also ich ticke oft in Farben, ein wenig oranger zu werden. Und aber er war auf jeden Fall lange in Kontakt zu seiner Mutter, zum Mutterkuchen, sage ich immer, also zur Hefe. Und hat schon viel Kraft getankt. Ja, das ist alles ein Stück weit fester. Das ist für seine 11 Volumenprozent Alkohol wirklich konzentriert und dicht und hat richtig Struktur, ja. Also hier ist, das ist gerade auch so in der Mitte des Trinkerlebnisses oder auch am Gaumen, lasst auch den Wein durchaus mal länger am Gaumen und konzentriert euch darauf, was so am Gaumen passiert, wie ihr da bespielt werdet. Trockener, sehr geradliniger Wein, der aber mit seinem Hefe Ding ein schönes Mundgefühl zaubert und ja, schön satt ins Glas kommt. 11 Volumenprozent, die aber richtig Musik machen. Also wundervoll, sehr schön gelungen. Kann man sich mal merken, die Helmers. Ne? Ja? Seid ihr bei mir. Sehr gut. Südliche Pfalz. Von der südlichen Pfalz gehen wir jetzt zum Wein Nummer 3 in die, sagen wir mal, in die Mittelhart. Das ist der nördlichere Teil der Weinstraße oder so kann man das sagen. Also die Pfalz unterteilt sich in diese beiden Bereiche. Im oberen Teil, im nördlicheren Teil ist die Mittelhart Deutsche Weinstraße und im südlichen, den wir jetzt gerade hinter uns lassen, das ist eben die südliche Weinstraße. Ja. Jetzt in Rupertsberg angekommen. Josef Köhr, hatte ich eben schon gesagt. Ganz, ganz frisch. Wir verkosten ein Muster, also gerade frisch gefüllter im Wein 2022 aus Hambach. Und Hambacher Riesling, auch hier die Qualität Ortswein, also aus den Lagen stammend, die dem jeweiligen Ort auf dem Etikett zugehörig sind. Die Körs machen in Rupertsberg eine ganz tolle kleine, sehr moderne für den kleinen Ort Vinothek. Da kann man Feste feiern und das Leben genießen. Das solltet ihr mal tun. Die Pfalz grundsätzlich lädt eh als größtes Riesling-Anbaugebiet der Welt für zu viel freudigen Festen und Genuss ein. Konzentrieren wir uns aber jetzt hier auf den Wein. Deutlicher Unterschied zu den anderen beiden.
Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir das einkategorisieren. Es ist halt super, super fruchtig in der Nase. Wenn man blind reinriecht, kommt man vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt auf Riesling. Das ist halt der neue Jahrgang. Wenn ein Wein frisch vergoren ist, kühl vergoren ist, um die Aromen zu erhalten, im Edelstahl, dann kommen diese in der Jugend dann gefüllten Weine sehr, sehr, sehr fruchtgummimäßig fast rüber. Ja, das haben wir hier. Es ist animierend, es ist einladend, es ist im ersten Step nicht unbedingt Riesling-typisch. Ne? Das versteckt ein ganz jung gefüllter Wein noch so ein bisschen seine wahre DNA, weil das baut sich ein Stück weit ab. Und da wird geschwenkt und so weiter. Und wenn man den Wein dann ein bisschen Zeit gibt, also ein paar Wochen manchmal nur, dann hat sich das deutlich mehr gefunden und die Strukturen, das wahre Gesicht kommt so ein bisschen zum Vorschein. Das erzähle ich euch nur zur besseren Einordnung. Also es ist keine andere Rebsorte, ist auch kein Fehler passiert hier, sondern einfach ein frisch gefüllter Riesling. Und wir riechen rein, haben diese Exotik, fast auch so ein bisschen Banane und so weiter. Und jetzt probieren wir es mal. Ja, merkt ihr, ne? Auch diese ganze Frucht dominiert die ganze Verkostung jetzt erstmal. Aber es deutet sich an, die Säure ist da, die Struktur ist da, es ist fest, macht Spaß, es ist Appetit anregend, auch speichelerzeugend. Das Ding hat auch einen Ticken Alkohol mehr, 13 Volumenprozent. Auch der Alkohol transportiert eine gewisse süße Wirkung. Insofern ein Wein, den man einfach zwei, drei Wochen später nochmal probiert vielleicht, der großen Spaß macht und ihr bestellt euch einfach mal ein Fläschchen oder eine Kiste von dem neuen Wein und probiert den mal alle drei, vier Wochen, um das mal zu prüfen, ob ich hier Quatsch erzähle oder es wirklich so ist, ne, dass sich das weiterentwickelt. Vielen Dank, Körs, für diesen schönen jungen Wein. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Rheingau mit Wein Nummer 4. Dann schließen wir die Runde mit Schloss Vollraths. Das ist doch ein Betrieb, der hat sehr viel Tradition, lange schon am Start und sicher ein Aushängeschild des Anbaugebietes. Und die zollen sozusagen auch der alten Idee der Gebietsweinflaschen Ruf und haben hier. Ne, seht ihr das? Kann man das gesehen? Ne? Das klick, 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 klick. Das ist so eine Kristallflasche und das ist die Rheingauer Rieslingflasche. Hoher Wiedererkennungswert. Der Boxbeutel ist natürlich noch besser zu erkennen, aber das ist dann die zweite oder nächste Idee der Gebietsweinflasche. Es gibt dann noch die Sachsenkeule, aber die haben wir hier jetzt gerade nicht am Start. Könnt ihr ja mal googeln. Ne? Schloss Vollraths im Winkel hier. Hier kommt also eben auch wieder ein Ortsriesling ins Glas. 221 ist der Jahrgang. 11,5 Volumenprozent Alkohol. Man kann vielleicht sogar schon von so ein bisschen so einer Art Trend reden, ne, dass auch strukturierte Weine versucht werden, hier mit ziemlich wenig Alkohol ins Glas zu bringen. Sehr gelungen. Josef Körr hier mit 13 ist jetzt, das passt nicht das Beispiel, aber was ich meine, sind jetzt hier die 11 Volumenprozent da. Das ist natürlich schon spannend. Ne? Reingerochene, sehr zarte Nase, ich glaube, das ist vielleicht von den allen Vieren die eleganteste, zurückhaltendste Nase. Hier gehen wir weg von dem grünen Apfel, eher in so eine Pfirsich-Geschichte. Und am Gaumen. Ja, es ist wundervoll, weil hier auch mit dieser leichten, fruchtigen Süße gespielt wird und man ein Potpourri an fruchtigen, saftigen Eindrücken hat am Gaumen, die es einfach sehr lebendig machen. Den Wein würde ich gerne einfach so trinken, weil er unglaublich Spaß macht, weil er ausgewogen ist, gut balanciert ist und einfach für Riesling-Fans, glaube ich, eine Riesengeschichte ist. Wenn man trinkt was Klassisches, trotzdem modernes, frisches, hat Lust auf ein zweites Glas. Die Flasche wird ganz bestimmt leer. In meinem Haushalt auf jeden Fall. Und mit den Worten, denke ich, will ich einfach mal schließen. Ich denke, ihr beschäftigt euch eh noch viel länger mit den vier Weinen.
meine Anregungen dazu habt ihr getankt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, weiterhin viel Spaß beim Entdecken deutscher Weine wünsche ich euch, euer Christoph. Und ja, darf euch einfach noch empfehlen, ein paar andere Verkostungen euch anzugucken. Mit mir, ohne mich, wie auch immer, bleibt dem deutschen Wein treu. Ich sag mal ciao, bis später. Ciao, der Christoph.